Moin moin und herzlich willkommen. Wir sind heute in Horemasiel im Haus des Gastes. Hier findet heute der Neujahrsempfang der Gemeinde Wangerland statt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem heutigen Programm. Und wie Sie im Hintergrund sehen, die Oberschule Hohenkirchen singt sich schon warm und wird gleich ein ganz tolles Programm darbieten. Lassen Sie sich inspirieren und die musikalische Unterstützung gefallen. Herr Mühlener begrüßt jeden Einzelnen. Und wie schön, ganz viele Bürgerinnen und Bürger möchten diesen Abend begleiten mit Herrn Mühlener. Keine Zeit, das ist das Jahr. Hallo. Hey ho, hey ho, alle Mann an Deck. Hey ho, hey ho, winkt doch mal vom Heck. Hey ho, hey ho, los die einen Wedel zu weinen. Hat keine Zeit, der Ozean, der holt alle wieder, die ihn sahen. Jetzt heißt es leinen los, voll Dampf voraus. Nach jeder langen Reise kehren wir mit Glück zurück nach Haus. Die drei Bürgermeister der Gemeinde Wangerland, von links Richard Herfurth, Björn Mühlener und Rainer Tamm. Rechts und links die Stellvertreter. Bürgermeister Björn Mühlener begrüßt mehr als 400 Besucher. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass wir heute an einem Montagabend wieder so zahlreich hier zusammengekommen sind. Im Gegensatz zu vielen anderen Städten und Gemeinden richten wir uns ja nicht nach dem passenden Wochenende, sondern nur nach dem Datum. Immer am 2. Januar dürfen wir viele Gäste begrüßen. Ganz besonders die sehr zahlreichen Ehrengäste. Kurze Passagen aus seiner Rede. Wir haben derzeit stets rund 2 Millionen Übernachtungen im Jahr. Wir sind damit sicher ein touristisches Dickschiff. So ein Dickschiff, wie man zum Beispiel Supertanker nennt, kann man nicht einfach so anhalten oder wenden. Das dauert. So ein Tanker hat einen riesen Bremsweg. Unsere Wangerland-Touristik mit Armin Canning an der Spitze steht da vor großen Aufgaben. Deswegen ist es wichtig, sich frühzeitig Gedanken zu machen und nicht kurzfristigen Modewellen und Trends hinterherzulaufen. Wir arbeiten deshalb intensiv an einem touristischen Leitbild und gucken dabei 20 Jahre in die Zukunft. Mir fällt da nochmal ein Zitat ein, das da lautet: Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen. Von wem das Zitat stammt, weiß ich jetzt nicht mehr genau, es soll aber nicht von Donald Trump stammen, das weiß ich sicher. Man blickt auf uns im Tourismus auch in 2017. Und das nicht nur, weil Janto Just es geschafft hat, das Thema Strandeintritt vor das Bundesverwaltungsgericht zu bringen. Das Thema wird uns im Ernstfall lediglich dazu bewegen, eine andere Form des Strandeintritts zu finden, denn die Kosten, das wissen wir alle, müssen refinanziert werden. An der Ostsee nennen Sie das dann Tageskurbeitrag. Ein Urteil wird im ersten Halbjahr 2017 erwartet. Nicht ohne Grund hat man Armin Canning auch zum Sprecher der Interessen- und Marketinggemeinschaft Nordsee gewählt. Armin, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu und vielen Dank für die gute Arbeit der WTG an dieser Stelle. Bei einer Auftaktveranstaltung beim Bundesforschungsministerium haben wir das Forschungsvorhaben und das Wangerland erst einmal bekannt gemacht. Man war auf Ministerialebene erstaunt, wie intensiv hier auf dem Land an diesem Thema gearbeitet wird. Eines lässt sich sicher feststellen: Die Menschen wollen weiterhin gerne auf dem Land wohnen, in überschaubaren und sicheren Kommunen. Wo kennt man, wo man sich kennt und wo man sich vertraut? Die Menschen wollen auch weiterhin ins Wangerland. Aber das ist nicht unbedingt nur noch die junge Familie, die alle Gemeinden gerne ansiedeln wollen. Das sind eben auch Senioren, die hier lange Urlaub gemacht haben, oder Menschen, die sich unsere Region gezielt ausgesucht haben und gründlich überlegt haben, wo sie hinziehen. Rund 55 Millionen Euro sollen bis zum Spätherbst dieses Jahres investiert werden, um die jetzt genehmigten 3 neuen Windparks mit insgesamt 14 Windkraftanlagen zu errichten. Die Planungen der Gemeinde sind genehmigt, die Bauanträge für die Anlagen ebenfalls. Das Projekt soll in Kürze in einer Pressekonferenz und damit der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Wangerländer Bürger sollen sich wie schon im Windpark Bassens an dem Projekt beteiligen können. Der Bürgeranteil liegt hier allerdings bei 51%. Echte Bürgerwindparks also, an denen die Bürger mitverdienen können. Über Beteiligungsmöglichkeiten
soll im Laufe des Jahres informiert werden. Bei uns im Nordwesten, da bin ich mir sicher, startet die Zukunft. Und wir haben eine einmalige Chance, Klimaschutz mit der Schaffung von Arbeitsplätzen zu verbinden und auch hier in der Hafenwirtschaft neue Arbeitsplätze zu bekommen. Ganz nebenbei erwähnt hat sich im Hoogsieler Hafen mit der Reederei Kassen Eils auch der Helgoland-Verkehr verfestigt. Mein Helgoländer Bürgermeisterkollege konnte in 2016 einen Besucherrekord auf der Insel Helgoland erzielen. Dazu beigetragen haben sicherlich auch die fast 10.000 Passagiere, die von Hoogsiel aus mit dem schönen Schiff Fair Lady in See gestochen sind. Insgesamt 240 Personen haben sich 216 in das Vergnügen gestürzt und bei uns im Wangerland die Ehe geschlossen. Das liegt auch an den schönen Möglichkeiten, sich hier trauen zu lassen. Sie können bei uns am Strand heiraten und das Catering anschließend ist auch ganz hervorragend. Ich wünsche allen, die hier geheiratet haben, ganz viel Glück und eine angenehme Zeit zusammen. Applaus. 246 Flüchtlinge wohnen zurzeit im Wangerland. Zugewiesen waren uns einst 325 Personen, 79 von ihnen haben das Wangerland wieder verlassen. Der größte Teil von ihnen ist in die Heimatländer zurückgereist. Die meisten Verbliebenen fühlen sich bei uns sehr wohl und haben dank der vielen Freiwilligen bei uns guten Anschluss gefunden. Zu feiern haben auch viele Vereine, die bei uns eine lange Geschichte haben. Der MTV Hohenkirchen beispielsweise wird in diesem Jahr bereits 150 Jahre alt. Aber auch die vergleichsweise jungen Segelvereine, der Wassersportverein Hoogsiel und die Segelkameradschaft Hohromasiel feiern in diesem Jahr Geburtstag. Beide werden 50, nicht zusammen, also jeder für sich 50, aber zusammen feiern, finden Sie, wollen Sie. Und das finde ich ganz besonders schön, dass wir in Hohromasiel und Hoogsiel zusammen feiern können. Das soll nicht immer so gewesen sein. Als Stargast der Jubiläumsfeier wird sogar ein prominenter Segelspezialist erwartet, der Weltenumsegler Boris Herrmann. Das ist schon was, das kann sich sehen lassen. Ein uns allen bekannter Neptun-Darsteller hat da wieder alles gegeben und Harald Koch, der Hotelchef des Dorfes Wangerland, hat gestern seine Taufe erhalten und ist getauft worden auf den Namen Knurrehahn, kann ich hier verraten. Nach der Rasur, da wird, glaube ich, jeder zum Knurrehahn. Aber eine tolle Veranstaltung, Harald Koch, nochmal herzlichen Dank an das Dorf Wangerland. Nutzen Sie die Zeit. Besuchen Sie unsere kleinen, aber feinen Theatervorstellungen in Hoogsiel und Waddewaden. Gönnen Sie sich noch ein bisschen Ruhe. Ich wünsche Ihnen für das vor uns liegende Jahr spannende Momente, ganz tolle Begegnungen, Glück, Gesundheit und Zufriedenheit und ganz viel Spaß im Wangerland. Natürlich auch woanders. Vielen Dank. Bericht am nächsten Morgen. Auf Seite 7 des Jeverschen Wochenblattes vom 4. Januar können Sie zu diesem Thema ausführlich nachlesen. Die Oberschule Hohenkirchen bringt zwei Lieder. Olaf Lies und Landrat Sven Ambrosi treten, wie auch schon im Vorjahr, gemeinsam ans Mikrofon. Das spart vielleicht Zeit oder auch ergänzt sich, je nachdem, wie man es nimmt. Und wir wechseln sozusagen immer nur, wer gerade anfängt. Insofern darf ich Ihnen zunächst mal ein wunderbares, ein gesundes, ein erfolgreiches Jahr 2017 wünschen, dass ein großer Teil dessen, was Sie sich vorgenommen haben für das neue Jahr, nicht schon vergessen ist. Meistens hat man ja schon verdrängt und vielleicht ein gewisser Teil davon sogar eintritt. Und uns allen wünsche ich, dass wir das mitnehmen, was wir, finde ich, immer am 2. Januar hier aus dem Wangerland mitnehmen. Überall viel investiert haben, denn diese Region, der Minister hat es gesagt, ist schon was Besonderes, weil wir vieles aus eigener Kraft hier zum Guten in die richtige Richtung gebracht haben. Und 2017 geht es weiter. Von Pfarrer Lars Bratke gibt es das kirchliche Geleit. Dass wir da weitermachen und auch Neues wagen. Für alle, die hier mit uns leben
und die herkommen, um unsere Gäste zu sein. Dafür erbitte ich von Herzen für uns alle und für euch Gottes Segen. Festes Herz und weiter Horizont. Und das sagt übrigens dann die Jahreslosung für 2017, jenes Bibelwort, das ökumenisch und christlich überm Jahr stehen soll. Hier steht's drauf. So spricht der Herr: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Also, dann ganz zuversichtlich: Wofür schlägt dein Herz? Wes Geistes Kind bist du? Alles Gute Ihnen und euch. Gottes Segen. Es folgen zahlreiche Ehrungen verdienter Persönlichkeiten. Jelte Orts begrüßen. Jelte, du bist hier vom Reit- und Fahrverein. Jeffersches Wochenblatt vom 4. Januar, Seite 1. Stolz berichtet Mühlener von dem europaweiten Wettbewerb Erde und Flut, wobei die Gemeinde Wangerland im tschechischen Brünn eine hervorragende Auszeichnung in Empfang nehmen durfte. Flut für das Europafinale des Garten- und Landschaftswettbewerbs Entente Floral. Wir wissen, dass zum Lenkungsausschuss ein harter Kern gehört. Da kommen immer wieder und sehr gern gesehen natürlich Gäste dazu, Helfer dazu. Die bleiben auch mal wieder weg und die kommen mal wieder. Also es ist eine offene Gruppe, aber der harte Kern, und während ihr euch auf den Weg hierher macht, den harten Kern bildet die Anke Müller, das ist der Klaus Hommula, der ist auch da, die Ede Müller bitte, die Brigitte Harry, Wolfram Sandmeier, die Lili Niehoff, Teda Harms-Thiemann, Henning Giesecke, der dummerweise gerade im Krankenhaus liegt, Richard Herfurth, habe ich auch schon gesehen, der Thorsten Bruns, Bernhard Eden natürlich, Claudia Rabenstein, Martina Schillig-Ratz. Ja, ein langer Gang. Das ist wirklich ungewöhnlich, das habe ich aus der Jury auch so mitgenommen, dass in einem solchen Wettbewerb auf europäischer Ebene viele Ehrenamtliche mithelfen. Das hatten Sie noch nicht erlebt und das ist auch so ausgezeichnet worden. Ich bin auch besonders stolz darauf, dass wir diese Auszeichnung bekommen haben. Das war denn, sage ich mal so, das i-Tüpfelchen auf der Silbermedaille. Das war denn das, was die Silbermedaille für uns letzten Endes vergoldet hat. So, und ein ganz großes Dankeschön von dieser Stelle nochmal und beste Grüße und Genesungswünsche an Günther Brede, unseren leider schwer erkrankten Antreiber, Organisator und Motor von Erde und Flut. Wir wissen, Günther, dass du dich nicht unterkriegen lässt. Wir wünschen dir, dass du schnell wieder gesund wirst. Dein Team braucht dich. Dankeschön. Thank you.
Wir drei sagen auf jeden Fall Dankeschön, danke, dass Sie bei uns waren, wünschen Ihnen noch einen vergnüglichen Abend. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ein schöner und lebendiger Abend geht nun zu Ende. Viele tolle Rahmenpunkte sind parat gehalten worden und präsentiert worden. Und wir sind nun gespannt, was 2017 für die Gemeinde so alles parat hält. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem Beitrag und alles Gute. Bis dahin. Tschüss.